Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Und diesmal möchten wir nicht am Schiff weiterarbeiten, sondern ich habe ein kleines neues Projekt mit euch vor. Aber bevor wir das neue Projekt starten, habe ich mir überlegt, erstmal wäre es ein bisschen gut mit neuer Rüstung. Ich habe mal alles so ein bisschen leergeräumt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir dafür alles brauchen. Neue Rüstung. Da. Lumit, Diamanten, Arctic Stone. Oh, ist aber auch teuer geworden. Und Horn. Und Compromission Dust. Das Horn? Ne, das andere Horn. Ah, gut sei Dank. Ein bisschen haben wir noch. Davon brauchen wir was. Davon haben wir auch noch jede Menge. Schon mal gut. Jetzt kommt es drauf an. Jawohl, ja. Und Diamanten. Cool, wir haben alles da, was wir brauchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Passt, läuft. Wir sind wieder voll ausgestattet. Ein Schwert können wir uns zur Sicherheit auch nochmal machen. Obwohl, eigentlich sollte das ja eine ganze Weile vorhalten. Ich will ja jetzt nicht unbedingt in die Tiefe. So, zack, zack, zack. Du bleibst alles hier. Ich möchte... Wo möchte ich hin? Ich möchte in den Dschungel. Ich will ein Baumhaus bauen. Ein kleines Baumhaus haben wir noch nicht gehabt. Was brauchen wir denn dafür so großteils? Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkbank, nehmen wir uns mal mit. Wo haben wir Werkbänke? Woodstone und Vinyls. 2, 8. Komm, machen wir mal das Doppelte. 16. Haben wir hier noch irgendwo... Irgendwo... Da. 1, 2, 3, 4 waren es, glaube ich. Richtig. Jawohl. Und ein paar Steinchen. So. Vorbereitung ist ja die halbe Miete. Dich nehmen wir mit. Dann haben wir noch einen Teleporter über. Ja, wunderbar. Hiervon brauche ich jetzt eigentlich nichts. Ich könnte jetzt hier natürlich ein bisschen Holz mitnehmen. Die Sachen sowieso. Haben wir da noch mehr in der Richtung? Ich meine, warum soll man das nicht alles nutzen? Wo ich den Boden ja auch, glaube ich, recht klasse dafür finde. Ich nehme den mal mit. So, bisschen Aztekenzeug so. Können ja alles mal mitnehmen. So. Was brauchen wir denn so für das ganze immer halt, Hauptsache Vinyl, Kleister können wir mitnehmen. So, Seile nehmen wir mal mit. Ich kann mal hiervon auch noch ein paar mehr einstecken. Viele habe ich jetzt zwar nicht, aber sollte ja passen. Das brauchen wir noch. Eventuell einen Ofen. Jo, eigentlich ja nicht, ne? Stone brauchen wir auf jeden Fall. Und jede Menge Kleister. Komm, nehmen wir mal so ein Stone. Deck hier mit. Hier habe ich ja keinen mehr drin, ne? Na, Mist, verdammt. Müssen wir gleich mal auspacken. Nein. 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 Und. Nein, 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 nein. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen uns da natürlich auch einen Ofen hin.
Wäre blödsinnig, wenn wir für den wieder zurückkommen müssten. Wo haben wir denn den Ofen? Da. Stone, Slabs und Bedrock. Okay. Die können wir mal einstecken komplett. Wer weiß, wozu man die brauchen. Ein bisschen Bedrock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr Slabs habe ich nicht. Habe ich hier noch was drin, was ich eventuell mit so. Ja, wunderbar. Wird alles mit eingesteckt. Komm, nehmen wir auch noch mit. Ja, hier noch was drin. Perfekt. Dann können wir uns hier nämlich auch schon mal den Ofen fertig machen. So. Und zu guter Letzt noch ein paar Kisten. Nehmen wir die vier mit. Hier kommt, das stecken wir auch noch mit ein. Das soll ja alles nicht verschwendet werden. Sonst haben wir soweit alles. Das Grünzeug braucht kein Mensch. Sehr gut. Warte mal, ich habe da noch so eine kleine Idee. Für den Bau. Wo ist es denn? 5, 6, so. Wir müssen ja natürlich auch einen Teleporter bereitstellen. Ich habe mir überlegt, ich werde den mir mal hier in mein Haus stellen. Stellen wir den mal ruhig hier so, ach, oder hier oben, auf die Terrasse. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und dann suchen wir jetzt mal einen schönen Berg. Ich weiß ja, dass da hinten irgendwo ist ja auf alle Fälle ein wenig Dings, Dschungel. Schön wäre es natürlich, wenn wir da was relativ Freistehendes hätten. Sonst müssen wir uns das freistehend bauen. So, gehen wir hier einfach mal quer durch, würde ich sagen, oder? Wir sind ja mit allerhand ausgestattet. So, noch mal wieder ein bisschen zügiger. Aber ich will schon, wenn dann auch in den Dschungel rein. Da haben wir erstmal größere Bäume. Und zweitens ist es halt auch mal was anderes. Das hier kennen wir ja alle schon zur Genüge. So. Hier vorne ist ja sowieso unser Abbaugebiet gewesen. Komm, ich gehe mal ein wenig. Wir müssen jetzt einfach mal schauen. Ich habe echt keine Ahnung. Wie ich das jetzt genau angehe. Am liebsten wäre mir wirklich so ein Einzelner. Mal guck mal, das geht ja da drüben noch weiter. Hier haben wir so einen Streifen Sahara mit drin. Und auch nicht. Ah, eine neue Area. Können wir hier mal kurz stehen, ohne drauf zu gehen? Keine bösen Schweinchen, nein. So, warte mal, plus. Wird mir direkt gar nicht mehr meinen Wohnort angezeigt. Ich wusste es. Schwein. So.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, vor allen Dingen nicht mehr, in welche Richtung unser wir gekommen sind. Wir sind, glaube ich, von da gekommen. Und ich wollte nach da weiter. Hey, oh. Lass. Wie gesagt, wir suchen was Einzelnes, ne? Es muss ja nicht so nah an uns dran sein. Ist ja, wäre ja nicht verkehrt, wenn das auch mal ein bisschen weiter weg ist. Neues Gebiet. Das ist schon jetzt ziemlich groß. So, mal runter hier. Sieh schon, komm, das Schwert ist hinüber, bevor wir ankommen. Also bevor wir was Schönes gefunden haben. Hey, guck mal hier, ist natürlich auch geil. Obwohl der ziemlich gut ist, glaube ich sogar. Wir gucken mal. Wir bleiben mal ein bisschen am Strand näher. Ich liebe ja Strand. Ich hätte nur gerne einen einzelnen. Ohne, dass ich da was abbauen muss. Weil das kriegt man eh nicht so gut hin. So. Hier jetzt noch mit Sumpfgelände drin. Runter. Obwohl die natürlich auch richtig cool aussehen. Aber da gibt es, glaube ich. Ah! Verdammt! Keine einzelnen, ne? Ab in den Sumpf. Willst du von mir? So. Ich glaube, das ist das Ding ist, auch das passt, glaube ich, nicht so gut zusammen. Mit den Dschungelsachen. Im Notfall gehen wir doch wieder nach vorne an die Küste, weil es war ja nicht schlecht. Wo hier? So mit Dschungel drin, mit Sahara drin. Oh Gott, was ist das denn? Die übertrieben, ne? Nein. Ja. Eine ganze Wand. Hey. Nein. Gut, Gott sei Dank. Schade, das ist nur der Einzelne. Was sagt denn der hier? Möp, möp sagt er nicht. Nee. Ist ja blöd, ein Baum steht immer noch dran. Wir gehen nochmal nach ganz vorne. Ja, ich habe versprochen, ein Baumhaus zu machen. Erstmal müssen wir halt, wie gesagt, das passende Gelände dafür finden. Was ist denn da mit dem Einzelnen? Oh Gott, da geht's ja noch weiter. Der ist da abgetrennt.
Ich meine, im Notfall geht's halt nicht anders, ne? Dann ist das halt so. Wir bauen hier unser Baumhaus. Das ist ein Einzelstehender. Schon wieder neue Ära. Ist schon ein großer Dschungel, wenn man das mal so bedenkt. Machen wir hier ein bisschen einen auf Indiana Jones. Ab in den Dschungel. Ajo! Komm, gucken wir noch mal ein bisschen durch. Ja, der ist riesig groß. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht, naja, ein bisschen groß schon, aber. Der ist halt doch sehr verzweigt auf jeden Fall. Oh, hat sich die Suche jetzt etwa beendet? Ist die Suche etwa beendet? Ich meine, das kleine Eckchen hier, das ist ja. Ah, Bossos. Ich glaube aber. Ich glaube wirklich. Der Baum wird's. Der gefällt mir schon mal richtig gut. So, hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Grünlandschaft. Wenn wir jetzt hier noch mal rüber gucken. Ne, ich finde den hier cool. Also nicht mal den zweiten unbedingt. Ich finde den hier auch schick. Ey. So, jetzt müssen wir nur hier hochkommen, ohne unbedingt viel kaputt zu machen. So, und dann bauen wir das auch gleichzeitig wieder zu. Bringen wir uns erstmal nach oben. Zack, zack. So. Guck mal, hier haben wir doch eine schöne Sicht. Ein bisschen Strand. Da haben wir halt einen kleinen Verbindungsstück. Aber auch so, jetzt mit dem zweiten Baum ist jetzt nicht so. Oh, hier geht es doch ein bisschen weiter. Halt ein größeres Areal. Aber es hält sich halt auch noch in Grenzen, muss ich sagen. Hier noch ein bisschen Holz. Jo, hier ein bisschen Queen Bit, also Bienenwachs. Queen Bit ist hoffentlich auch dabei. Ne, das hier wird mein Baum. Und dazu natürlich müssen wir den gekonnt aushöhlen. Hier haben wir so einen kleinen Außenpost, also so einen kleinen Guckloch. Können wir uns ja mal so reinbauen. Ja, hier haben wir auch Äste. So, da geht's raus. Okay, kommst du mal wieder zu? Ups. Okay, läuft.
Ja, ich bin selber ein bisschen gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, alles. So, hier ist auf jeden Fall... Achso, hier ist auch frei. So, du kommst weg, du kommst weg. Du bleibst. So, hier können wir noch ein bisschen... Ich weiß noch nicht, aber wie gesagt, ein Starterraum quasi, wo wir ansetzen können. Und von außen nicht so sichtbar. Sehr gut. Ich hätte mir Lampen mitnehmen sollen, weil ich glaube, Fackeln sind hier vielleicht ein bisschen verkehrt. Aber Kisten. Schon mal hin hier. Dann packe ich mal das alles rein. Zack, zack. In den nächsten hier das Dschungelzeug. Das packen wir hier rein. Materialien. Warum habe ich das denn jetzt nicht da gelassen? Ah, so ein Mist auch. So, ne, ich kann ich ja erstmal noch so halten. 1, 2, 3. Wen haben wir denn da genommen? 1, 2, 3. So. Passt. Passt. Ja, hier nehme ich auch schon mal einen Teleporter drin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben einen Baum gefunden. Nein. Nein. M. Und zwar auch eine ganze Ecke weg. Wir sind jetzt... Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Hier ist der Wüstenstreifen. Mist. Ist das unser Boot? Nee, das ist eine Insel. Das ist der Canyon, aber auf jeden Fall. Sehr gute Frage. Wo ist denn jetzt unser Hütchen? Was ist doch das hier? Was? Jawohl, da ist ja halt was Blaues drauf. Na, wenn das so sieht, wir sind von hier nach hier. Oder hier so. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch völlig wurscht. Wir haben jetzt hier unser neues Zuhause. Also was ist ein neues Zuhause? Hier entsteht jetzt auf jeden Fall unser Baumhaus. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe ja auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.